Achtung, Brandschutz, Einsatz für ELW 1, LF 24, TLF 1, DLK 1, RTW 1. Und damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zu Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch, Hallöchen. Ja, im letzten Video habe ich euch ja die Problematik bekannt gegeben, was ich momentan hatte bei Notruf 112 mit den Einsätzen. Und in der Tat, es hat funktioniert. Der Entwickler hat sich bei mir gemeldet und wir konnten das Problem lösen, was sehr, sehr schön ist. Und jetzt kann ich wieder Videos für euch produzieren. Wunderbare Sache, deswegen in dem Sinne vielen Dank an den lieben Carsten, das ist der Chefentwickler. Jetzt kann ich euch endlich auch mal die neuen Einsätze zeigen. Ohne dass ich dafür stundenlanges Glück haben muss. Deswegen, es gab heute, am heutigen Montag, wieder ein Patch. Einen neuen Patch, da sind wieder ein paar Hotfixes mit drinnen. Ja, also schon mal ganz gut, neue Einsätze werden noch auf sich warten lassen. Deswegen, ich habe sie hier schon mal. So, wo müssen wir hin? Hier. Ah ja, das sieht mir aber auch schon nach einem... Hupala. Das sieht mir aber auch schon ganz gut aus. Stehe ich hier richtig? Ja, ich stehe hier richtig, sehr gut. So, dann einmal bitte absitzen und Ortsbegehung machen. Das wäre sehr freundlich. Bestätige hier Umgebungs... Zack. Öffne die Fahrertüre. Bis unsere Kollegen nämlich eintreffen, dauert es noch ein bisschen. Aussteigen. Vielen Dank. Machen wir Brett zu. So, er macht die Ortsbegehung. So, Rauch ist am Fenster zu erkennen. Ja, ich sehe aktuell eigentlich persönlich noch nicht so wirklich viel. So, den ganzen Spaß einfach mal auf. So, reicht doch. Ach da! Ja gut, ne? Das ist klar. So. Sehr gut, dann würde ich einmal sagen, absitzen. Absitzen, ne? Sicherheitshalber. So. Dann einmal bitte absitzen. Dass die sich hier schon mal einmal komplett vorbereiten, Wasserzulegungen da machen und so weiter und so fort. Wir müssen da mal im Allgemeinen kurz gucken. Einmal bitte hier Brandbekämpfung, Löschwassereingang und Löschwasserabgang einmal bitte hier hin. Ja, das gleiche gilt dann für hier hinten, falls ihr mal fertig werden solltet. Brandbekämpfung, Löschwassereingang und Löschwasserabgang. So. Dass sie das Ganze ja schon mal organisieren. Ich überlasse das alles mal der KI. Die werden schon am besten wissen, was sie machen. Bin ich da mal der Meinung. Weil die haben hier vorne einen Hydranten, die haben hier hinten einen Hydranten. Das passt alles. Da haben wir zwei unterschiedliche Zufuhren. Das passt soweit. So. Gucken, ob sie das so alles so hinstellen, wie sie es hinstellen. Das wäre ja mal fast ein bisschen Dings hier. So. Sieht gut aus. Die beobachten ja noch. Zack. Machen sie ja die Verbindung fertig. Die passen die Verbindung hier hinten an. Sehe ich das soweit richtig? Weil die laufen wieder dreieinhalb. Ja, die nehmen also... Oder? Was machen die? Ah ja, die verbinden das dort und die anderen verbinden das da. Okay. Ja gut, kann man jetzt machen, aber muss man jetzt nicht unbedingt, ne? Na, verbinde B-Schlauch mit Verteiler. Ja, nee, das ist, warten Sie mal, ich trenne mal kurz. So, warten Sie, lege ich ab, Kollege. Sehr schön. Weil dann brauchen wir nämlich eigentlich das hier. Entweder setzen wir nur auf einen Verteiler oder wir setzen auf zwei Verteiler. Beides ist eigentlich bescheuert. Ja. Aber die Problematik hatten wir ja schon beim letzten Mal. Da setzen wir einmal Brandbekämpfung, Löschangriff mit Hohlstrahlrohr.
dass sie das mal bitte hier gleich noch mit einsetzen. Das wäre ganz geil. Dann gehe ich nämlich hier schon mal wieder zurück. Moinsen. Legen wir mal das ganze Ding, weil normalerweise war jetzt die Idee dahinter, nicht das da hinten zu verbinden, um ehrlich zu sein, sondern wir hier vorne einen Angriff zu starten und dann hier hinten. Das war eigentlich die Idee. Hat die KI leider nicht so ganz gerafft, wie ich es gerne hätte, aber egal, kennen wir ja mittlerweile. Wir verbinden das Ganze, sehr schön. Gut Jungs, dann würde ich euch einmal ganz freundlich darum bitten, in Richtung Brandbekämpfung zu gehen. Erstmal einen Rauchvorhang zu machen und neben den Rauchvorhang dann Löschwasserangriff über das Hohlstrahlrohr. Dass er das mal bitte auch noch mit durchgeht hier. So, der ist ja hier schon mal dran. Wir haben auch hier einen gelben Schlauch. Das sieht schon mal gut aus. Das heißt, einer ist auch definitiv schon mal mit drinne. Habt ihr auch Bock, was zu machen? Ja, ne? Beginne den Löschangriff. Sehr gut. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Wie sieht's denn hier drin aus? Noch eins weiter hoch. So, Servus. Oh ja. Das sieht gut aus. Dann machen wir mal. Ja, ist richtig. Ich gehe mal kurz auf den hier. Aus der Mechaniker. So, gehen wir mal kurz hier rein. Ah, das sieht ein bisschen verraucht aus. Ich kann aber hier auch die Fenster nicht aufmachen. Ich bräuchte aber auch definitiv einen zweiten hier, weil sonst wird das nichts. Ja, kurz an dem Verteiler das Ganze dran hier. Sehr gut, sehr gut. Auch ein zweiter kommt. Das ist sehr gut. Nee, der war es nicht. Der hier? Jawohl, sehr gut. Jetzt brauchen wir aber noch Wasser. Sehr schön, Wasser ist da. Der Brandherd hat sich verändert. Und schon können wir zu zweit löschen. Ich bin beeindruckt. So. Mal kurz hier rein. Aber das sieht hier schon, Halleluja, hier brennt es richtig, würde ich sagen. Das Feuer ist gelöscht. Der Brandherd hat sich verändert. Ja, ist richtig. Gehen Sie mal, gehst du mal davor, Kollege. Ich versuche mal hier die Tür irgendwie abzulöschen. Was sich auch als relativ schwierig herausstellt, wie ich ja gerade sehe. Aber das scheint aus zu sein. Sehr gut. Machen wir das hier noch. Ist ja alles komplett weggebrannt. Halleluja. So, hier brennt noch ein bisschen. Da vorne sieht es übler aus. So. Aber mal ein bisschen durchlöschen hier. Hier muss auch noch eine übelste Hitze drauf sein, wie mir das ausschaut. Beginne den Löschangriff. Ja. Beginne den Löschangriff. Das ist richtig. Was läuft denn der Typ mir eigentlich mit seiner komischen Axt denn? Der Brandherd hat sich verändert. So, Servus. Hier ist eh alles schon weg. Sehr gut. Komme ich hier nicht richtig dran? Ja, ja, bin noch gleich da. So, mach mal, Kollege. Gut, 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 gut. Sehr schön. Das scheint hier erstmal noch ein bisschen Hitze zu sein. Da müssen wir noch ein bisschen durchlöschen. Das Feuer ist gelöscht. Beginne den Löschangriff. So, Alter, ich sehe ja nicht. Mal kurz öffnen. Alter, er brennt ja noch weiter. Das schöne Schlafzimmer. Naja, folg mir mal lieber hier und steh nicht blöd in der Küche rum. So. Ah,
Aber bis auf den Schrank, der hier noch brennt, ist es das eigentlich, wie es mir ausschaut, auch schon gewesen. Sofern wir denn den Schrank hier mal gelöscht bekommen. So. Nicht, dass wir hier noch mit der Gabel irgendwo durch müssen. Ah, immer schön reinhalten. Ach, der Kollege kommt mal oh, ne, da macht ihr Chicken Dance, okay. Ist okay. So. So, sehr gut. Wo klemmt's, Meister? Das ist gut. Das scheint ja so zu passen, wa? Obwohl, es knistert immer noch. Ab und zu überall mal. Oh ja, hier ist auch. Halleluja. Hier ist teilweise auch noch eine arge Hitze zu spüren. Also es knistert auf jeden Fall hier und da und überall. Ich muss mal kurz gucken, könnt ihr mir mal so clustern ist da wieder. Ah, guck mal, der will hier vorne unbedingt, ne? Ja, da will er unbedingt, ne? So, mal kurz gucken, clustern ist da. Der will hier auf jeden Fall noch ein bisschen was. Da sehe ich aber gerade auch nichts mehr, okay. Ja, warte mal. Weil er ja eh noch. Servus, ich grüße Sie. So, was ist denn hier los? Naja, die Bude hat gebrannt. Verlassen Sie den Einsatzbereich. Let's go. Dass hier wieder keiner angesprochen hat, den Typen. So, wir machen mal kurz nach unten. Ich lasse mal hier die Kollegen nacharbeiten. Moin. Wir brauchen mal die Wärmebildkamera. War die hier oben? Ja. So. Die soll mal weiter löschen. Und wir gucken uns mal die Wärmebildkamera hier an, ob wir noch irgendwo Clusternester haben. Das funktioniert ja mal mehr, mal weniger gut. So. Also Hitze haben wir hier auf jeden Fall noch. Also jedenfalls sieht es hier so ein bisschen heiß aus. Scheint aber alles auf 0 Grad zu sein. Mhm. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Ja gut, der Schrank, ne? Aber das scheint mir auch alles auf nicht nur nimmer hier zu sein. Moin. Und warum löschst du hier noch die ganze Zeit? Nö. Das passt. Das passt, würde ich sagen. Das passt. Also hitzetechnisch gesehen, also es wird halt immer wieder was angezeigt, aber das kann man eigentlich auch ignorieren. Also solange da keine 0 Grad da stehen, passt das schon. So, zack, einmal. Haben wir hier nicht irgendwo, mal kurz hier das Ding auf. So, servus. Nee. Wir hatten doch auch mal hier, nee. So ein Entlüfter, das wäre doch mal ganz nett. Oder hat der Entlüfter, sind wir wieder beim Entlüfter noch hier drüben. Hydraulik, das haben wir ja alles dreimal immer daher. Ach, das wunderschöne Gerätefach. Aber das scheinen wir ja nicht zu haben. Trennschleifer, alles hier mit drinne. Aber eine Belüftungsanlage hat mal wieder nur der Kollege hier hinten. Oder, warte mal, den haben wir doch, glaube auch. Servus, grüße euch. Habt ihr mal alles aufgemacht? Also sehr viel geschehen. Belüfter. Hatten die nicht eine Belüftungsanlage? Motorkettensäge haben die auch drin, das ist schön. Einen Stromverteiler brauchen wir aber gerade auch nicht. Hier hinten war eh nichts drin. Belüftungsgerät, sehr gut. Wusste ich doch, dass das die Drehleiter hat. So. Da will man auch mit dem heiligen Tool irgendwas machen, braucht man aber am Ende des Tages auch nicht. Ich kann aber hier halt, so. Wir können aber schon langsam, aber sicher einmal hier das Ding zum
sag schon, zum Dingsen gehen. Zum Abräumen hier. So, müssen wir noch eins hoch, wir müssen noch eins hoch. Schweres Teil. Mal gucken, ob das so, das war am Anfang ein bisschen verbuggt, aber jetzt müsste es ja eigentlich funktionieren. Hört mal auf, Jungs. So. Belüftungsgerät, jo. Ja. Liebe Halligen Tool, Leute, die mit ihren Halligen Tools. Kann man das hier anschalten? Braucht das einen Stecker? Ist das Benzin betrieben? Ja. Am Anfang ist das immer gelaufen. Jetzt läuft es halt gar nicht mehr. Gut, auch nicht verkehrt. Jungs, ich würde sagen, zusammenpacken. Ne? Zusammenpacken gilt auch für ihr. Zusammenpacken. Zusammenpacken. Ja. Zusammenpacken können die nicht, weil Wassertank ist nicht vollständig aufgefüllt. Gut, dann muss ich mich da erstmal noch drum kümmern. Und ihr könnt sogar abrücken. Euch brauchen wir nämlich gar nicht. So. Sehr schön. Da wollte ich aber gerade gar nicht hin. So. Dann das Ganze mal den Führungsassistenten. Haben wir nicht eine Wasserzufuhr hier? Jedenfalls lag das Ganze mal hier, ne? So. Egal, dann müssen wir das Ganze halt manuell machen. Mache ich aber kurz, kein Problem. So, Brett zu. Weil das Feuerwehr da offiziell, das raucht zwar halt wieder wie bekloppt raus, ne? Man kennt's. Aber. Ablegen, dankeschön. Aber nö, gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Gibt Schlimmeres. So. Und das ganze Ding hier ab. Sehr schön. Ablegen. Dann aufrollen. Sehr schön. Aufheben. Und dann wieder freundlich einsortieren, wo das auch mal herkam. Hier. Zack. So. Dann haben wir hier noch den Verteiler. Machen wir das Ganze drinnen. Wo kam der Verteiler jetzt hin? War das einer von hier oder war das einer von drüben? Das muss einer von drüben gewesen sein. Okay. Die Schlauchtasche kommt auch von hier drüben, wie man das ausschaut. So. Aber wie sieht das aus hier? Wollen wir den nicht einpacken? Wir haben jetzt nur noch ein Dings hier drin, das ist gut. Das ist ja so ein Mechaniker. Der soll eigentlich den Verteiler aufheben, hat aber momentan auch keinen richtigen Bock drauf. Ich übernehme mal. So, es kann immer mal wieder hier noch zu kleineren Problemen kommen. Ihr wisst, wie es ist. Das ist halt noch so ein Beta-Einsatz. So, zack. Sehr schön. Dann hätten wir die Aufgabe auch schon mal erledigt. Dann lasst mich mal kurz hier oben gucken. Habt ihr erfolgreich wieder, ne? Ja, habt ihr. Sehr gut. Dann eintert oder abrücken. Ne, Rolltore sind noch oben. Okay. Ah, er kommt raus. Ich bin beeindruckt. Jungs, wo klemmt's? Warum ist die Belüftungsanlage? Nö, die ist mittlerweile wieder drin. Ja, dann macht er hier die Kästen zu. Und dann könnt ihr abbringen. So, das ist doch jetzt eigentlich nicht das Problem, ne? Wenn hier irgendwo was drin ist. Sehr gut. Ne? Ich weiß, ne? Das ist aber so atemberaubend hier zu gaffen. Rollerhose noch offen. Muss ich erst mit der DLRK hier? Oder wo sind ja die Drehleiter? Mechaniker. So. Also hier ist. Ah ja, stimmt, hier ist noch was offen. Kannst du übersehen. So. Sehr schön. Können wir jetzt abrücken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gehen wir kurz ins Führungsassistenten hier rein. So, Jungs, was ist denn los? Ich hab doch gesagt, zusammenbacken. Wurde bereits erteilt. Ja, gut, will er nicht. Will er hier dort lehnen? Ja. Mal mehr, mal weniger. So, wollen wir kurz hier das Halligan-Tool mal aufheben. Schieben wir das Ganze hier rein. Müssen wir so ein bisschen die Mütti spielen. Ne, für die Kleinen, aber dann läuft das Ganze auch schon. Aber immerhin, wir haben den Wohnungsbrand gesaved. Das ist erstmal die Hauptsache. Und das hat erstmal schon mal alles geklappt. Deswegen passt es soweit. Ich räume jetzt hier nochmal zusammen, dass das Ganze so weiterläuft. Ne, weil das ist jetzt nur noch hier zusammenräumen. Das alles einzeln machen zieht sich halt hin, wenn es die KI nicht macht. Aber die KI ist momentan im Feierabend. Finde ich auch geil, ne? Legt ja den Verteiler da einfach rein. Da ist der Schlauch noch dran.
Ach, guten Morgen. War das das Problem? Guck an. Ah ja, guck an. Guck an, guten Morgen. So. Sehr schön. Alles richtig gemacht. Sehr schön, jetzt läuft die KI wieder. Na, es ist doch wunderschön. Es braucht ab und zu mal nur ein paar Impulse. Dann klappt das Ganze auch. So, dann hier wieder das Arbeitsding hier. Legst du mal bitte ab. Und rennst du das mal bitte. Sehr schön. Hier ablegen. Vor allen Dingen, ist halt immer noch offiziell im Löschangriff. Na, wo das eigentlich auch sinnlos ist. So. Dann nehmen wir das Ganze mal auf. So, haben wir überhaupt solche Kästen hier drin oder bekommt denn das Ding rein? Ja, hier. So. Sehr schön. Dann geht das Ganze hier noch so nach was. Aber ich wollte mich eigentlich verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich räume jetzt hier noch in aller Ruhe auf und dann sehen wir uns dann halt im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Jo, und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschü, tschü.